Cannes ist das Festival der Superstars. Das war so und das bleibt so. Während andere Festivals ringen müssen um so hohen Besuch, ist es hier in Cannes eine Selbstverständlichkeit, dass die erste Garde der Filmwelt sich sehen lässt. Und am liebsten zeigt man sich natürlich auf dem roten Teppich vor dem Festival Palais. Besonders stark vertreten die Stars aus Hollywood. Jane Fonda und Kirsten Dunst wurden eingeladen, nach Cannes zu kommen. Gäste wie Michael Douglas und Justin Timberlake präsentieren hier voller Hoffnung ihre Wettbewerbsfilme. Wie bei jedem großen Festival gibt es wichtige Nebenreihen, in denen in zwei Reihen gleich Filme vertreten sind einer Firma aus Leipzig, die schon große Erfahrung hat mit internationalen Produktionen, Rohfilm. Wir schauen mal in den ersten Film hinein, den Rohfilm produziert hat aus Leipzig. Das ist der Film Lunchbox, führt uns in die hektische Metropole Mumbai. Eine falsche Essenslieferung in Mumbais Lunchbox-Liefersystem bringt in diesem Film die ganze Geschichte ins Rollen. Eine junge Hausfrau und ein alter Mann werden verwechselt. Und nun baut sich durch diese Verwechslung eine Fantasiewelt auf. Es entsteht eine Fernbeziehung zwischen diesen beiden sehr verschiedenen Menschen. Und bei mir jetzt einer der deutschen Produzenten dieses Films Lunchbox, nämlich Carsten Stöter von Rohfilm. Carsten, was bedeutet es überhaupt für eine deutsche Produktionsfirma dort, auch in einem Land mit einer großen filmischen Tradition, die ganz anders als unsere ist, dann zu drehen und zu arbeiten? Wie kann man sich da einbringen? Wie in jeder andere Koproduktion auch. Wir haben, in dem Fall hat es keinen Sinn gemacht, hier in Deutschland zu drehen. Der ganze Film wurde dort gedreht. Wir haben Postproduktion gemacht. Wir haben dort aber den Ton gemacht, haben Tonleute dort gehabt. Und da haben sie tolle Regisseure. Und ich denke, da ist noch viel zu erwarten von dieser neuen Generation indischer Filmemacher. Und diese jungen Leute aus Indien werden unterstützt von einer deutschen Produktionsfirma Lunchbox. Also wir wollen jetzt den zweiten Film vorstellen, der mitproduziert wurde von Rohfilm. Das ist ein Werk, das läuft in einer ganz wichtigen Nebenreihe, En son temps regard. Und wir gehen dafür nach Kurdistan. Maisvi Pepperland erzählt die Geschichte von Baran, der sein halbes Leben im kurdischen Widerstand gestanden hat und nun nach dem Sturz von Saddam gefeiert wird als Held. Er wird versetzt in ein kleines abgelegenes Dorf und dort kämpft er nun als Polizist gegen die alten Strukturen, verliebt sich in die schöne Govend, die als Lehrerin in dieses Dorf gekommen ist. Der Film bedient sich der klassischen Western-Ästhetik, also Baran wirkt wie ein Held aus 12 Uhr mittags, jemand, der Unbeirrte gegen den Widerstand aller für das kämpft, was seinen Überzeugungen entspricht. My Sweet Pepperland, ein Film, der selbstverständlich auch in Deutschland dann in den Kinos zu sehen sein wird. Hier aber erstmal läuft er in Cannes, bei dem größten Filmfestival der Welt, das nicht nur ein Festival der Filme ist und ein Festival der Gespräche, sondern natürlich auch ein Festival des Feierns. Die Croisette verwandelt sich in diesen Tagen in eine gigantische Partymeile. Auch die Deutschen feiern sich und ihr Kino. Auf dem nächtlichen Empfang von German Films, der Auslandsvertretung der deutschen Filmbranche, feiern sich die Macher hinter den Filmkulissen und ausgewählte Prominenz wie Ursula Carwin, Cliff Richard, Anja Kruse und Katja Eichinger. Und zum ersten Mal in Cannes gleich mit einem Wettbewerbsfilm, ein Werk des bekannten Regisseurs aus Frankreich, François Ozon, ein junger Schauspieler aus Deutschland, Lucas Prisor. Wie ist das jetzt so in Cannes, über den roten Teppich zu laufen, also auf dieser Treppe zu stehen und dann immerhin mit einem so berühmten Regisseur vertreten zu sein, mit François Ozon? Ja, wahnsinnig aufregend. Also ich muss dazu sagen, es war mein erster Kinofilm, den ich überhaupt gedreht habe. Das haben wir letzten Sommer im Juno gedreht, hier auch unweit von der Côte d'Azur entfernt. Und dann gleich der erste Film, Roter Teppich in Cannes, ist natürlich im Wettbewerb auch nochmal eine ganz große Ansage, mit einer kleinen Rolle, aber ich finde das sehr realistisch und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und war ganz, ganz aufregend natürlich und ich bin einfach sehr froh, hier zu sein und Deutschland als einziger deutschsprachiger zu vertreten, in Anführungsstrichen, also dieses Jahr leider keine deutschen Filme im Wettbewerb. Dafür bin ich jetzt hier. Ja, genau, unser Mann in Cannes noch. Ganz herzlichen Dank, Lucas Prisor, und viel Spaß noch hier in Cannes. Danke. Dankeschön, schönen Abend noch. Ich stürze mich jetzt gleich ins Partygetümmel. Das war's für heute hier von den Filmfestspielen in Cannes. Am kommenden Sonntag wird dann nochmal richtig gefeiert, wenn die Goldene Palme verliehen wird. Wer der oder die Glückliche ist, erzähle ich Ihnen dann am Montag. Tschüss, bis dahin.